Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aus Gott die menschliche Revolution. Und ja, ich habe es geschafft. Ich bin in dieser Aufnahme tatsächlich noch kaputter als in der letzten Aufnahme, wo ich gedacht hätte, okay, das geht doch jetzt gar nicht mehr. Aber vielleicht hätte ich doch ein wenig mehr schlafen sollen. Das war so verführerisch, weil bei mir heute meine Eltern weg sind, weil ich gedacht habe, ach komm, ich fahre mal spontan weg, weil warum nicht? Und das fand ich ziemlich geil, weil dann könnte man einfach voll laut sein und, also meine Schwester ist noch da, aber der ist das relativ schnurz, das heißt, ich konnte dann erstmal schön zocken bis um 5, aber naja, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen, vor allem, weil ich davor auch nur so 2-3 Stunden geschlafen habe, egal. Und wir sind jetzt auch wieder mitten dabei, ich hasse es übrigens, ich habe gemerkt letztens, dass ich anfange immer zu schmatzen bei diesen Aufnahmen, das ist ja echt nervtötendst. Ich versuche das ab jetzt mal ein bisschen mehr darauf zu achten, dass das auch nicht mehr wieder vorkommt. So, und ich meine, dass wir letztens gucken wollten, ob wir noch so an diesen Praxispunkt kommen oder so. Das wäre schon ziemlich geil. Weil dann könnten wir uns das Hacken-Modul kaufen und dann könnten wir die Nebenmission endlich mal richtig losmachen. Boah, was ist da ja gerade ein Mega-Frame ein Frame. Ich würde es begrüßen, halt wenn deine Fresse! Kommanden anweisen würden, konventionellere Formen der Kontaktaufnahme zu wählen. Was faseln Sie da, Pritchard? Ich habe eine Nachricht gefunden, die an Ihre Tür getackert war. Kolo, Gasse an der Barclay Avenue, Ezekiel. Sehr kryptisch. Das ist in der Nähe der Zentrale von Seraph. Ich kümmere mich darum. Oh, und es heißt Cholo. Mit mysteriösem Informantentreffen, okay? Gut. Dann schauen wir doch erstmal genau sowas. Nee, so. Ich wollte mich sowieso erstmal. Alter, wie viele Innenstadt-Apartments gibt es denn hier bitte? Was ist denn da los? Ich wollte ja eh zur Lehmklinik und ich wünschte, man könnte sich irgendwie hin teleportieren. Aber gut, dann können wir auch noch kurz vorbei beim Informanten vorbeischauen. Aber wahrscheinlich können wir da eh nichts machen, weil er uns nichts sagen will oder uns umbringen will oder was weiß ich. Was halt die Leute die ganze Zeit mit uns machen wollen. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich hier wieder irgendwo durchkomme. Diese Wege, die da als Wege angekennzeichnet sind, ne? Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Ich meine, hier würde ich jetzt nicht so gerne so nachts lang gehen alleine, aber gut. Was ist das eigentlich? Ich mir raten, erfordert Heckenstufe 10.000. Ne, nur 2. Wo ist das hier eigentlich? Okay. Okay, das heißt, wir müssen sowieso dran vorbei. Ich weiß nicht, also ich wette, ihr seid so Leute, ihr geht, würdet hier liebend gern nachts rumschleichen, alleine. Aber gut, der ist natürlich auch ein mega cooler Typ, der alle fertig machen kann und immer ein Betäubungsgewehr dabei hat und 10.000 andere Waffen, also ist das für uns jetzt nicht so gefährlich. Aber generell wäre das halt so, ne? Also ist das jetzt auch eine Nebenmission? Frage ich mich gerade nur. Ich vermute mal ja, ne? So, ich gucke nur immer um, weil ihr kennt das ja, ne? Bei mir, ich verlaufe mich überall, also wenn es wirkliche Wege gibt, nehme ich hundertprozentig den falschen, deshalb gucke ich lieber einmal zu häufig, als dass ich dann komplett, lass mich raten, wir können hier nicht weiter, boah, ihr könnt mich doch mal, ich finde das so asozial, dass man das unbedingt braucht, dieses Hackending, arg, oder war das andere, wo wir eben schon waren, oder war das gar nicht der, oh, Servicezentrale ist hier. Ach da, das war der Informant, okay. Wahrscheinlich müssen wir da auch, ich glaube, da müssten wir auch, das ist die Hauptmission, das ist jetzt die, nee. Sind das alles nur Nebenmissionen? Ja, das ist die Hauptmission. Okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Gut, aber wir machen ja, ich wollte ja sowieso erstmal zu Limpklinik, deshalb sind wir hier ja gar nicht mal so falsch gelaufen. Und dann schaue ich mal, wir haben jetzt wieder nicht genug Punkte, um uns in Praxis leisten zu können und kommen dann irgendwo weiter, aber dann mache ich halt die Hauptmission einfach weiter, weil, warum nicht? So, und jetzt gehen sich generell hier rechts und dann wieder rechts. Okay, das sollten wir hinkriegen. Selbst ich vielleicht, ausnahmsweise mal. Ihr merkt, also ich bin wirklich richtig schlimm drauf. Das ist nicht schön, wie ich drauf bin. Ich entschuldige mich schon mal dafür, was für Paltaktionen ich wieder in dieser Folge reißen werde. Allerdings werde ich ja, ich habe es euch ja versprochen. Boah, vor allem, es ist so unübersichtlich hier. Du weißt echt gar nicht, wo ist ein Weg, wo ist kein Weg. Wo darfst du überhaupt lang, ne? Aber ich glaube, das sieht schon mal besser aus. Ja, das ist hier die Klinik. Ich habe gerade einen Mega-Frame-Anbruch, tut mir leid. Ich glaube, Steam lädt jetzt wieder mal parallel irgendwas runter. Ich bin auch bei Steam so gut wie nie, außer um aufzunehmen, weil so viel Spiel habe ich da nicht.
Deshalb, ich hoffe mal, wir kommen jetzt überhaupt noch mal wieder da dran. Das sah gerade echt eklig aus, irgendwie das Ladebildschirm. Putting everyone on equal footing. Okay. Liberty and Mind and Body International. Ja, ich finde, das ist jetzt irgendwie so Freiheit im Körper international. Okay. It's your right. Putting everyone on equal footing. Oh yeah. So manipulieren wir nicht alle Menschen direkt erstmal gehen, damit wirklich mit Genen, damit wirklich jeder gleich ist. Das ist doch der nächste logische Schritt hier. Und wo müssen wir eigentlich hin? Können wir überhaupt hier so? Hallo. Wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Deine Mutter, ja, okay. Taifun-Munition, okay, das sind nur die. Die verkaufen hier Taifun-Munition. So öffentlich an irgendwelche Leute. So, Praxiskit, das können wir uns tatsächlich sogar kaufen. Oder nicht? Nein, können wir nicht. Wobei das da so schön angezeigt worden ist, dass man sich das aber gut dann eben nicht. Ich finde das aber ein bisschen lame, dass man sich die immer kaufen muss und dass okay. Man. Schönen Abend noch. Ja, dir auch und verkauf weiter so für so unglaublich viel Geld, der ist unverschämt. Also dieses ist hier tatsächlich die Verkaufszentrale. Hallo Polizist, ich bin übrigens letztens in eure Polizeizentrale eingebrochen. Was sagst du dazu? Tut mir leid, aber ich bin beschäftigt. Ja, okay, da hast du recht. Tut mir leid, wenn ich dich mit so Nebensächlichkeiten quäle. Ich weiß, es interessiert dich eigentlich nicht. Gut, dann kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir sowieso so oder so die Hauptmission weiterführen, glaube ich. Also ich meine, der Hauptmission failen. Ist ja bei mir weiterführen. Übrigens, ich habe natürlich auch auf euch gehört. Ich mache jetzt nur 15 bis 20 Minuten Folgen. Yay, ich springe über Autos. Leider fahren die nicht. Aber vielleicht ist dann das Verletzungsrisiko auch nicht so hoch. Man weiß es ja nicht. Guck mal, der Polizist, der ignoriert aber auch, dass ich auf den Autos rumspringe, ne? Yay, hallo Polizist. Ich springe gerade auf Autos rum. Was sagst du dazu? Hey, macht voll Spaß. Komm, guck zu mir hin, bitte. Beachte mich. Oh Mann, schade. Dann eben nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Einmal wolltest du am Leben Beachtung haben. Nicht mal das gibt bei mir. So, ich gehe jetzt einfach mal in Richtung dieses Kreuzes. Was eben angezeigt worden ist, jetzt natürlich nicht mehr. Aber so ist das im Leben. Es wird einem nicht alles immer angezeigt, ja. Man muss auch eigene Wege finden. Ganz, ganz wichtig im Leben. Ich glaube, viel weiter werden wir eh nicht mehr kommen, weil dann die Folge schon vorbei ist. Aber ich mache es. Also ich persönlich habe halt diese langen Folgen nur gemacht, weil wir da, damit wir überhaupt irgendwie vorankommen. Das heißt, vielleicht mache ich dann tatsächlich zwei Folgen. Also anders sehe ich so. Ich glaube, viel anders geht's ja nicht, weil, ne, ich meine, ihr seht ja, wie wenig. Ich meine, jetzt ist ja schon. Ich weiß nicht genau, ob 10 Minuten jetzt wirklich schon vorbei sind. Ich weiß nicht genau, wann ich genau angefangen habe. Ich glaube ungefähr 10 Minuten vorbei sind. Und das ist ja, wir haben jetzt nichts erreicht, ne? Ich meine. Das ist ja schon so ein bisschen schwierig, ne? Schwierig. Die Autos sehen alle gleich aus. Das finde ich irgendwie schlecht. Also vom Bauart her gibt es keine unterschiedlichen Unternehmen mehr, die Autos herstellen. Was steht denn hier? Navic. Okay. Yay. Hui. Ich springe auf Autos rum. Ey, mein Auto, Junge, geh weg. So, dankeschön. Ja. Ja, ja, so ist das im Leben. Ich gehe auch ein bisschen langsam, um mal zu gucken hier, was hier so alles so gibt. Da steht ein Rebellenanführer rum oder so. Das ist DRB-Gebiet, Arschloch. Mach keinen Scheiß. Wie soll ich da bitte wieder rauskommen? Keine Sorge, Baby. Keine Sorge, Baby, ich hol dich da raus. Die werden dich wohl kaum durch die Vordertür reinlassen. Lass dich raten, wir können es durch diesen unglaublich unauffälligen Eingang kriechen, ja. Ich frage mich gerade, ob sie uns erwischen können und sie dann umbringen, wenn die uns sehen, oder ob denen das scheißegal ist. Hey, ich bin auch ein Rebell wie ihr. Komm ja nicht näher, Opti. Hey, ich wollte das doch nicht. Die haben mich ohne mich zu fragen operiert. Okay. Ja, ist ja gut, Mann. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich wollte hier durch. Jetzt chill doch mal dein Leben. ETF. Erst reden die ruhig und dann ballern die mich ab. Was soll denn der Scheiß? Finde ich jetzt nicht nett von euch. Vor allem, ich dachte, dass die... Hä? Aber warum waren die dann erst so... Also sind das echt so Leute, die einen erstmal vorwarnen, bevor die einen abschießen wollen? Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, muss ich sagen. Und gleich holt mich wieder einer weg. Na, ich habe jetzt keine Lust zu laden, weil ich den ganzen Weg... Obwohl ich muss so oder so den ganzen Weg nochmal gehen, ne? Fürchte ich. Ja, gut. Geil, die Animation geht aber noch. Perfekt. Jetzt kommen wir ganz sicher wieder raus. Ja gut, ich war mir gerade gar nicht... Ich dachte die nicht, dass die... Also ich wusste zwar, dass wir jetzt da durchcheaten müssen, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie so
Ich meine, erst haben sie ja so getan, als würden sie nichts tun, aber dann ballern sie einfach plötzlich drauf. Also das war irgendwie eine sehr komische Reaktion, fand ich gerade. Tut mir leid. Ich denke, ich werde jetzt eh noch das Stück Offscreen wieder zurücklaufen. Und dann sehen wir uns dann, dann speichere ich bei. Aber ich war mir echt nicht sicher irgendwie, ne? Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass die so aggro sind, muss ich so ganz ehrlich sagen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mich wieder bei dem Gebiet da befinde. Bis gleich. So, da sind wir dann wieder. Aber die Weste meines Lebens, Baby! Okay. Und diesmal speichere ich, glaube ich, mal hier. Weil wir sehen ja, ne. Die sind nicht so freundlich. Ich verstehe nicht warum, aber sie mögen uns irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir wollten. Ich habe voll die Story verkackt. Warte, können wir kurz. Hier gab es auch irgendwie so einen Story-Bericht, oder? Das waren Mails. Mission. Wie kommen wir denn nochmal auf die Mission springen? Ach, Y. Nein. Ach so, ich dachte so, das wäre mit... Egal. Nur weil das... Also ihr seht das ja, dass das hier rechts ist. Aber ich verstehe nicht ganz, wie wir sollen da hinkommen. Ich probiere mal ein wenig herum. Also das ist ja, weil das ist ja das Menü hier ganz oben. So? Nein. So können wir nur in dem Ding selber. Ihr seht, ne, ich in dieses... Okay. Aber hier ist eh nichts. Okay. Ich dachte, jetzt wäre hier irgendwie so ein Bericht über... Hier, Nebenmission, Ende der Übertragung. Hoffen wir, die Sicherheit des Netzwerks von Seraph durch die Übertragung aus dem Direct unterwandelt. Okay. Das war... So, jetzt war ich auf eine Mission nachgucken. Also da können wir auf jeden Fall drüber. Die Frage ist, wo gehen wir danach hin? Wo müssen wir eigentlich hin? Also wir müssen theoretisch durch den Haupteingang. Frage, ob wir den wegsnipen können. Die Typen hier vorne sehen das nicht. Aber da sind eh so viele Leute. Und ich meine natürlich Wegbetäubungsgewehren. Aber ich glaube, Wegbetäubungsgewehren bin ich eh nicht so gut. Oh, wir haben schon über 15 Minuten. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Nachher sehen wir dann, versuchen wir dann, wie wir überhaupt jemals hier bei Karls reinkommen wollen. Weil wir sind ja ein cooler Boy und wollen zu den anderen coolen Boys. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. So, die Folge ist dann doch irgendwie etwas kürzer geworden. ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da so viel wegschneiden muss. Das hat jetzt doch länger gedauert, als ich gesehen habe. Ich habe nur eben gesehen, oh mein Gott, ich habe mehr als 20 Minuten. Vielleicht sollte ich dann doch endlich mal beenden, aber ich musste so viel wegcutten. Naja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, ihr kleinen süßen Schnecken. Was?